Gute Schauspieler haben ja irgendwie immer etwas Zauberhaftes an sich. In diesem Fall reicht das für den Tatort-Bösewicht Ulrich Matthes aber leider nicht aus. Im neuen HR-Tatort Butterfly muss Ulrich Matthes als Widersacher von Ulrich Tukur richtig zaubern und hat dafür beim Dreh sogar die Unterstützung eines echten Zaubermeisters immer an seiner Seite. Wir durften Mäuschen spielen. Ulrich Matthes in seiner schwersten Rolle. Der Schauspieler muss heute zaubern. Im neuen Tatort wird er zum Magier. Keine leichte Aufgabe. Also ich bin eh nicht so furchtbar nervös normalerweise beim Drehen. Eigentlich hält sich das sehr in Grenzen. Heute bin ich dann eben doch ein bisschen wegen der Zauberei. Ich will die aber natürlich so gut wie möglich machen und habe da auch geübt zu Hause in den letzten 3 Wochen. Bin aber trotzdem merke einfach, dass man im Grunde einfach ein jahrelanges Training haben muss. Sein Lehrer, der 30-jährige Florian Zimmer, Shootingstar der Zauberwelt. Er soll den Schauspieler heute fit machen für den Filmdreh. Der Ulrich, der hat ja mit Magie, glaube ich, vorher noch nicht so viel zu tun gehabt. Und dann würde ich das natürlich schon eher als schwierig einstufen, weil das sind auch nicht ganz einfache Tricks. Also sie hier machen sind wirklich, wirklich Illusionen, wo du auch Fingerfertigkeit brauchst. Hin und jetzt die Dinger. Yes. Ach du Scheiße. Erst nach stundenlangem Üben klappt der Lolli-Trick. Die Tricks hat der Zauberprofi für den Tatort erfunden. Und so sieht es aus, wenn es der Meister vormacht. Die schwierigste Aufgabe, der Trick mit dem Schmetterling. Beide üben heute zum ersten Mal mit einem lebendigen Tier. Diese Schmetterlinge sind sehr empfindlich, leben nur wenige Tage. Der Dreh heute eine Herausforderung fürs ganze Filmteam, denn die Crew hat nur 2 Stunden Zeit. Gedreht wird in einem fahrenden Zug auf einer extra gesperrten Strecke. Nur noch eine kurze Probe, dann sind keine Fehler mehr erlaubt. Wir müssen gucken, halt, dass das Timing stimmt. Das ist das Wichtigste bei einer Illusion, dass das Timing passt. Und wir schauen jetzt halt Kamerawinkel, Timing, dass es auch genauso, wie es in den Proben gemacht ist, hier abrufbar ist. Letzte Anweisungen vom Profi, dann ist Ulrich Matthes auf sich alleine gestellt. Er muss seine Rolle perfekt spielen und auf seine Zauberkraft vertrauen. In der ersten Szene des Tatorts Butterfly entführt er einen kleinen Jungen in eine Traumwelt. Ich glaube, sind alle ein bisschen nervös. Die Schmetterlinge sind nervös, der Uli, ich. Aber es sieht so aus, dass alles klappt. Wir haben jetzt schon einen schönen Take gemacht, ein paar Feinheiten. Und ich denke, der nächste wird's. Konzentriert und ruhig, zumindest nach außen hin, gar nicht nervös. Ulrich Matthes in der entscheidenden Szene. Danke, okay, super. Es hat Spaß gemacht, aber ich brauche es trotzdem nicht nochmal. So würde ich sagen. Irgendwie war es gut. Aber ich bin auch froh, dass ich jetzt im Kasten habe. Ich möchte damit nicht auf Tournee gehen. Der Zauberlehrer und sein Schüler sind zufrieden. Butterfly im Schmerz geboren, so der Titel des hessischen Tatorts, zu sehen im kommenden Jahr.